Dr. Tiesler, Rauschgift. Alexander. Danke. Komm schon. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie in Rostock die Kids an ihr Crystal kommen. Also, das, was Anne genommen hat, kam höchstwahrscheinlich nicht von den deutschen Jungs, weil die haben ja zurzeit alle hübsch und urhaft. Na, dann bleiben ja noch die Russen. Richtig, Pöschi. Die machen uns auch auf dem Sektor zurzeit die meisten Ärger. Und außerdem war das Crystal auf russische Art gepanscht. Also, was ist mit dem Dünnbärtigen? Genau, da wollte ich gerade sagen. Es gibt einen, auf den die Beschreibung ziemlich genau passen würde. Wir haben aber bislang nur den Vornamen. Luke. Weißt du, was wirklich drin war? Waffen. Bis unter die Decke. Hier. Alles Westfabrikate. Das war ein Lager von der IMIS. Die Coco saß halt nicht nur in Ost-Berlin. Hat alles fein säuberlich protokolliert. Walter P1, Uferminen, Antipersonenminen. Warte mal kurz. Geh mal auf die letzte Seite. Hast du's? Genau da. Goldbahn im Wert von 35 Millionen DM. Hatte die Coco da heimlich zwischengelagert, sind irgendwie verschwunden. Geplündert. Das Depot wurde rund um die Uhr bewacht. Jetzt rate mal von wem. Ach du Scheiße. Kampfschwimmer. Einskowski war diensthabender Offizier. Und das Gold ist nicht wieder aufgetaucht. Nein, nee. Kurz nach der Wende kam Abteilungsleiter der Coco dafür vor Gericht. Günther Dombrowski. Nahm sich aber kurz vor der Urteilsverkündung das Leben. Wie denn? Badewanne, die Barschel. Jetzt bin ich schon mindestens eine Woche hier. Irgendwer hat ihn hier verbuddelt. Ob die die Sauna essen? Geh ich mal von aus. Was ist das? Keine Ahnung, vielleicht ein Granatsplitter. Volker, ich weiß, dass du ihn magst, aber ich habe da gestern was mitgekriegt. Lass einfach stecken, okay? Bukow ist kriminell. Ah, vielen Dank. Volker, ich mein's ernst. Kann ich dir noch vertrauen? Pöschi, halt einfach einen Rand, ja? Ich weiß, dass du seinen Job willst, aber halt mich da raus, okay? Liebe Rostock, Volker Tiesler. Frau Dr. Lindner. Ah, ja, klar. Action Rostock. Was? Waffe weg! Ich sag, durch! Und weg! Hör auf! Ist er das? Ist das Suchmann-Check? Wir sollten ihn auch verhaften. Sascha, bist du bescheuert? Komm, jetzt hilf mir. Ich muss wissen, warum du das gemacht hast. Meine Frau hat gedacht, ich bin ein Kinderschänder. Weißt du, was das heißt? Sie konnte damit nicht leben. Ich dachte, wir kriegen das wieder hin. Ich habe noch geschlafen, als ich aus dem Haus bin. Ich war nur kurz schock. Und dann komme ich nach Hause. Und... wieder zu Hause. Einen guten Schützen, Frank. Geh aus dem Weg. Genau genommen sind die Viecher doch unser beider Problem. Aus dem Weg. Ich glaube, du weißt noch gar nicht, dass Ute und ich zusammen sind. Nimm das Viech da weg. Wir wollen heiraten. Warum hast du nicht einfach geklopft? Ein Wort von dir!
Und zu überraschen, wie Silke hier aufgetaucht ist, wäre sie wieder verschwunden. Sie trug dein Hemd. Ja, nur weil sie mein Hemd trägt, hast du noch lange nicht das Recht, meine Nase rauszulassen. Du hast mich immer nur angelogen. Das ist nicht wahr. Komm. Das könnte doch so sein wie früher. Gib mir noch eine Chance. Sag mir einfach, wie viel du noch bekommst und ich sehe zu, was ich tun kann. Nein, du hast mich falsch verstanden. Nein, es ist besser, wir kommen ins Reine. Jetzt bleib hier, komm. Ich hab dir ein großzügiges Angebot gemacht und ich will doch einfach... Fass dich jetzt nicht an! Komm her! Hau ab! Hau ab! Fass dich! Hau auf! Dein Geld, Hans. Wir müssen zusammenlegen. Ist weg. Ich hab dem Kater davon Stiefel gekauft. Mach jetzt keine Witze, Hans. Aber stimmt. Er wollte Stiefel, um uns zu helfen. Hubert ist weg. Verzaubert. Aberdon ist hinter uns her. Und du erzählst mir, dass du dein letztes Geld für den Kater ausgegeben hast? Er hat einen Plan. Er will was Großes. Und wenn wir ihm vertrauen... Einem Kater vertrauen? Selbst mit meinen paar Groschen würde es nicht für Aberdon reichen. Wir bräuchten schon ein ganzes Säckchen voll Dukaten, um Hubert freizukaufen. Und das beschafft uns der Kater. Ja. Du bist ein hoffnungsloser Fall, Hans. Hoffnungslos.